Ich habe seit 3 Jahren so Gefühle nicht mehr gehabt, Felix. Ich weiß nicht mal. Das Schlimmste bei Mathe ist, wenn du es einmal nicht kapierst, verstehst du den Rest auch nicht, weil alles aufeinander aufbaut. Ja, richtig übel. Das ist richtig beschissen. Das Problem hatte ich immer und hab's bis Ja. heute. Kann ich von Lieder singen. Aber es ist schön, wenn andere damit keine Probleme haben, aber ich ist vorbei dann. Bei mir kommt dann so eine Schranke runter und es kommt nichts mehr durch und geht auch nichts mehr raus. Es ist richtig schlimm. Kann man sogar als Krankheit ansehen. Krieg's einfach nicht hin. Da kann man mir so viel erklären, wie man möchte. Ich hatte auch beim Fachabi hatte ich halt eine Klasse, die hat mir versucht zu helfen. Die haben auch wirklich das mega gut erklärt und die haben mir dann halt auch auf Blättern so Hilfestellungen geschrieben und wie man das und das macht. Ich habe einfach nichts. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich musste sogar Brüche. Ich musste es auswendig lernen, um es überhaupt halbwegs hinzubekommen. Das war, glaube ich, meine allererste gute Note, die ich hinbekommen habe, eine 3. Also in so einem Test. Das ist so schlimm. Das ist richtig schlimm. Hast du das Spiel eigentlich auf Disc oder im Store geholt? Ich hab's auf Disc. Weil wenn ich mir alles im Store hole, dann ist auch. Ich weiß nicht, ich sammle halt gerne die Sachen. Ich möchte die Sachen gerne so anfassen können. Vielleicht ist das altmodisch, aber ich bin halt. Ich sammle gerne alles. Brüche, mein Erzfeind. Ja. Schlimm. Hey Kaito-san, ein Freund von dir? Aua. Oh, hey Tak, das ist Adachi. Wir kennen uns schon seit der Mittelschule. Adachi, das ist Tak Yagami, der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Oh, wie er lebt und lebt. Kaito hört nie auf, von dir zu quatschen. Ich bin Hayato Adachi. Der Präsident von und Direktor von Adachi Estate. Die Firma gehört dir? Ja, aber sie ist noch ziemlich klein. Wir haben jahrelang nicht miteinander geredet, aber neulich sind wir uns zufällig über den Weg gelaufen. Jetzt habe ich einen neuen Saufkumpan. Ich wollte euch schon früher bekannt machen, aber naja. Ach, kein Problem. Aua. Wir wollten uns gerade ein Bier genehmigen. Bist du dabei, Tak? Je mehr, desto besser, sage ich immer. Jetzt gleich? Kommt etwas plötzlich. Komm schon, du Nase. Wir gehen ins Tender. Könnte mal wieder verkaufen im Store, gekaufte Spiele nicht. Ich verkaufe meine Sachen nicht. Adachi war einer der klügsten Köpfe in der Schule, weißt du? Also ein Vorzeigeschüler, Nee, übertreib's. Ich habe gut abgeschnitten, aber ich war ein Rebell und habe mich ständig gestritten. Die Lehrer haben mich gehasst. Und jetzt weißt du, warum wir Freunde geworden sind. Adachi und ich haben zusammen immer die Ärsche von diesen Möchtegern-Gangs in der Nachbarschaft vermöbelt. Er hatte das Köpfchen, ich die Fäuste. Wir waren ein brandheißes Team, oder? Oh ja, allein gefürchtet, zusammen unaufhaltsam. Wenn wir die Straßen unsicher gemacht haben, blieb kein Auge trocken. Kaido. Bis heute habe ich nie jemanden getroffen, dem ich lieber im Team hätte als Kaito-san. Ah, das hört man natürlich gern, aber so dick musst du nicht auftragen. Ach natürlich, außerdem hast du jetzt einen neuen Partner. Meinst du mich? Hä? Tak, mein Partner? Wir sind ein gutes Team, aber Partner? Was meinst du, Tak? Ich weiß nicht, ich habe dich immer als Kollegen gesehen, aber Partner funktioniert für mich auch. Yagami-san, ich falle nur ungern mit der Tür ins Haus, aber glaubst du, ich könnte mit Kaito eine Weile ausleihen? Für einen Auftrag? Genau, ich wollte darauf eigentlich. Das wäre die Tante! Die Zockerin. Die hat wieder Langeweile. Ich wollte dafür eigentlich in dein Büro vorbeikommen, aber. Ach, hier passt's auch. Aber was soll eine Immobilienfirma mit jemandem wie Kaito? Tja, ich brauche einen Bodyguard. Oh. Oh, was meinst du damit, Adachi? Man würde nicht meinen, dass die Immobilienbranche so gefährlich sein kann. Aber der Markt in Kamurocho zieht schon seit Jahren Problemfälle an und die hassen Neulinge wie mich. Wenn du von Problemfällen sprichst, meinst du dann Yakuza? Ja. Ein nie endender Kreislauf aus Fäden, Schutzgeldern und Abschreckungstaktiken.
Und deshalb brauchst du einen Bodyguard? Ja, aber nur, wenn es keine Umstände macht. Ihr könnt euch vor Aufträgen bestimmt kaum retten. Na, geht so. Ich habe volles Verständnis für deine Lage. Und wenn es für Kaito-san in Ordnung ist, keine Einwände. Klar, kein Ding. Aber es gibt keine Freundschaftsrabatt, Adachi. Natürlich. Wie hören sich 80.000 pro Tag an, Yagami? Boah. Ja, pro Tag 80.000? Hi. Ich will keine CDs mehr, da das Zeug muss auch irgendwo gelagert werden. Ja. Wir haben heute mal errechnet, wie viel Druck auf einen 2000 Meter Tiefe. Klingt interessant. Ich würde wahrscheinlich nur mit Fragezeichen da sitzen. Wunderbar. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ihr so flexibel Kaito. seid. Und Kaito, sieht aus, als würden wir wieder als Team unterwegs sein, ne? Aibo. Freue mich schon darauf, Partner. Ja. Das weckt Erinnerungen. Schön dabei zu sein. Oh, das ist ja cool. Partner. Das ist sogar ein Nebenfall. Ja, das ist echt nicht schlecht. So, ich liege schon mal. Okay. Soll ich dir eine Gussbratpfanne auf den Kopf hauen, dass du dann einfach schläfst? Und ich dir dann morgen schreibe, dass nichts passiert ist? Wunderbar. Kaito-san scheint die Zeit mit seinem alten Kumpel zu genießen. Hayato Adachi. Ich müsste die Visitenkarte seiner Firma in meiner Fallakte haben. So komme ich an die Adresse. Vielleicht sollte ich nach ihm sehen. Die sind doch gerade erst weg. Ah, ich will diese Aufgabe haben. Mit dem Höschenprofessor. Adachis Kontaktdaten, Adresse Tenkaichi Allee. Tenkaichi. Will mit uns nicht reden. Also hier. Irgendwo. Frag mich nicht. Oh, lol. Da hat er schon die ersten verprügelt. Läuft. Wieso hat er kein Sega-Smartphone? Wenn ich einschlafe und dann morgen steht, dass hier wieder der Punk abging, bekommt jemand anderes die Bratpfanne ab. Es wird heute nichts mehr passieren, bin mir sicher. Weil es ist 2:50 Uhr. Das ist gleich 3 Uhr. Und ihr habt heute schon eure ganzen Donations schon da rausgehauen, die ganzen Subs. Und Bits und weiß auch nicht. Ihr habt schon genug heute getan. Was soll noch passieren? Also, ich will jetzt nichts schwarz machen. Was soll's? Einmal soll mir das falsch berechnen. Was? Flugscheiße erlaubt sein, okay. Potenzieren für Anfänger. Wenn unser Gehirn so einfach klarkommt, lassen wir mal Zahlen weg, dann ist es logischer. Okay. Hattest du eigentlich auch Shenmue 1 und 2 auf der PS4 gespielt? Ich hatte auf dem PC gezockt. Also die zwei Teile. Ich freue mich schon auf den dritten Teil. Also ich habe es wieder angefangen. Ich habe es damals, wie hieß die? Dreamcaster irgendwas gespielt? War es nicht da? Wenn ich falsch liege, korrigiert mich. Ich bin gerade ziemlich müde. Aber ich habe es auf dem PC wieder mal angefangen. Und ein bisschen gestreamt. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Jetzt auch mal. Gute Nacht euch allen. Felix, schlaf schön und träum was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Dreamcast. Okay, da habe ich es richtig gesagt. War gerade unsicher.
Oh mein Gott, Vapor, was? Alter, was? Diese ganzen Zahlen und X hier und mal und was? Vapor, was willst du von mir? Ja, ist schön, diese ganzen Informationen. Ich kann damit echt null anfangen. Muss man Volumen halten? Oh Gott. Oh Gott. Ja, natürlich ist das passiert. Verschwindet endlich. Und das ist Kaito-san wieder und tut, was er am besten kann. Ist dieser Typ in dem komischen Hemd ein Yakuza oder so? Vermutlich. Adachi ist total zwielichtig. Ich würde mich nicht wundern, wenn er Yakuza anheuern würde. Zwielichtig? Was meinst du damit? Hast du die Gerüchte nicht gehört? Angeblich endet jede Verhandlung mit seinem Büro in einer Drohung. Autsch. So ein Gerücht kann ich nicht einfach ignorieren. Tabo. Jo, Tag, was gibt's? Diese beiden Typen Mist über mich erzählt. Boah. Sie mochten nur dein Hemd nicht. Wie dem auch sei, wie läuft der Job, Kaito-san? Hältst du dich aus allem Ärger raus? Hm? Ja, warum fragst du? Willst du etwa sagen, dass ich Ärger mache? Nein, nein. Ich habe nur dieses Gerücht Kaito. Gehört. Das wäre alles für heute, Kaito. Was meinst du? Auf ein paar Bier? Oh, Yagami-san. Du hättest mir sagen sollen, dass du vorbeikommst. Hey, komm, Kaito. Wie hört sich das Tender für dich an? Klar, ich will nur erst irgendwas essen. Bin am Verhungern. Diese Gerüchte lassen mich einfach nicht los. Vermutlich steckt nichts dahinter, aber ich sollte ihnen trotzdem nachgehen. Vielleicht finde ich was raus, wenn ich mich an den Hangout-Spots in der Gegend umhöre. Ah. Okay. Oh. Babowski, danke schön. Nein, hört auf. Wartet, nicht angreifen. Pause. Dankeschön. Ella, so schreibt man nicht Hype. Wie hast du jetzt den Strich hinbekommen? Ich kann nicht mehr. Kurz durchatmen. Ich bin ein bisschen Matsch im Kopf gerade. Dankeschön für dein Sub. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Jetzt kannst du hier auch die ganzen Emotes nutzen. Und so. Ja, ich bin halt ein Stricher. Killer. Irgendwann. Irgendwann. Kriegst du ins Gesicht. La 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 la. Stellt euch vor, das ist jetzt Killer. Das war Killer. Er sieht ihn sogar ein bisschen ähnlich mit den Haaren. Ungefähr. Von wem ist das? Welche Neuigkeiten hier? Achso, das ist wieder von Kim. Der erzählt es wieder, dass es wieder 100% Bedrohung ist. Man sieht es oben rechts. Sieht man das? Nee, sieht man nicht. Okay, meine Cam ist davor. Da steht Bedrohung 100%. Das bedeutet, hier treiben sich jetzt diese Bosse rum. Der Honda hat mich vorhin verkloppt. Arsch. Fallakte, Nebenfall. Ich guck nochmal. Sieht man das jetzt auf der Karte, wo ich hin soll, oder? Jetzt hier kein Symbol dafür. Alter Klaus, was ist denn mit dir los? Sorry, mir ging die Eins die ganze Zeit auf den Keks.
la la la. Verabschiede mich, gute Nacht. Krawowski, danke schön fürs Dabeisein. Danke für den Follow. Danke für den Sub. Schlaf schön. Danke für die Hilfe auch mit dem Rätsel und so. Man liest sich bestimmt bei mir oder bei Pikachu und träum was Schönes. Und hallo Milch. Du hast schon auch ein Sub geschenkt bekommen, Milch. Ich sehe es gerade. Ich habe dich sogar vorhin vorgelesen. Alter, Klaus. Was ist denn? Bestimmt. Würde mich sehr freuen. Entweder bei Murmeln, wo ich cheate und, oder nein. Was? Warte, ich bin gerade verwirrt. Klaus, vielen Dank für nochmal 9 Erdbeeren. Weil dir die 1 auf den Sack gehen. Ich verstehe schon, jetzt geht das wieder los mit diesen ungeraden und geraden Zahlen. Wow. Dankeschön, Klaus. Wirklich, vielen, vielen Dank. Aber du bist doch erst vor kurzem hier. Aber. Oh, Krawowski, danke schön. Danke schön für deine 5 verschenkten Subs an Trapster, an Tiger, der kleine Lurker, an Maistexo, Yuka und Dana. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wow. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ich bin gerade sprachlos. Ihr macht mich heute echt kaputt. Gestern, heute. Wirklich, danke. Ich hoffe, ich sage nicht zu viel Danke. Weil wenn ich nicht oft Danke sage, dann fühle ich mich nicht dankbar. Und dann... ein Teufelskreis. Ich wollte es gerade wieder sagen, das Wort. Ich höre jetzt auf. LaserX abgestürzt. Kapuzka. Ja. Sag's einmal pro Sub, dann ist aber auch gut. Ja, ich weiß. Ich übertreib's manchmal mit dem Wort. Ich weiß. Tut mir auch leid. Ich muss das gerade unterdrücken, dass ich es nicht nochmal sage. Schlaf gut. Du wolltest ja Bettchen. Wow, ihr macht mich heute echt mal wieder fertig. Ich brauche Sana, die muss mich jetzt umarmen. Sana-chan, hilf mir. Ich wollte gerade noch was von Milch lesen. Haut rein. Und du machst doch das Bleeding, Bleeding-Emote. Ich glaube, da war irgendwas mit Bonus und sowas. Eine Aktion oder so. Krawowski, sag jetzt nur noch einmal das Wort, damit ich dich damit nicht nerve. Danke nochmal für die 1000 Bits. Haut rein. Ich hau dir gerne eine rein. Gerne! Schlaf gut, schlaf gut. Aua! Damit du besser schläfst. Das ist Medizin! Gutes Lichtle. Ich bin ganz süß, wie sie sich freut. Es ist einfach... Ich weiß langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Tut doch weh, ja. Verdient! Ich komm bestimmt wieder, find's super cool, hier klasse Stream gemacht. So viele positive Sachen heute, also auch... diese ganzen positiven Sachen, die ihr heute schreibt und lobt. Es ist mein Herz nicht gewohnt. Dankeschön. Jetzt habe ich es wieder gesagt. Es tut mir leid. Das freut mich sehr, dass es so schön und positiv rüberkommt. Jetzt wollte ich wollte eigentlich was von Milch lesen. Jetzt habe ich schon wieder. Ich habe irgendwas gelesen mit verschenkten Farb. Warte. Warte. Hm? Oh.
Jo von Kritische hab nichts mehr mitbekommen, sondern gerade in meinen Nachrichten gelesen. Ah, okay. Ja, Kritische Masse hat von auch rausgehauen. Der liebe, verrückte Dude. Wenn ich so sagen darf. Gute Nacht. Ja, schön. Endlich spricht Erik in einer Sprache, die wir alle verstehen. Und die wäre? Ich finde es sowieso schade, dass du noch so wenig Subs hast im Vergleich zu anderen. Ja, weiß ich nicht. Entweder werde ich nicht gefunden oder bin für andere nicht so. Ich weiß es nicht. Mich stört das jetzt nicht. Hauptsache, ich habe meinen Spaß. Und ihr habt auch euren Spaß. Das ist das Wichtigste. Droggelbecher, Droggelbecher, Droggel. Ah, wow. Kritische Masse ist einer der besten auf Twitch. Herzensgut, die Masse. Ja, ich habe schon mitbekommen. Ich habe es schon mitbekommen. Auch wie er dann Chrissy halt empfohlen hat bei Gnossi und dann der Raid kam und Host zusammen. Irgendwie beides, ich weiß nicht. Da war ich auch im Stream. Oh, das war so schön. Da, wie sich Chrissy gefreut hat, das war mega. Und Kritische Masse ist wirklich ein. Der ist wirklich voll in Ordnung. Willkommen zurück, Devil. Das war legendär. Ja, das war wirklich, das war echt krass. Erst war der ganze Chat ist untergegangen und wie sie geschaut hat. Also, dieser Blick war toll. Dieser Blick war toll. Zuerst noch die kleine Runde und dann auf einmal. Boah. So bin ich auch zu Pikachu gekommen. Ich glaube, ich habe schon mal gesehen, dass du diese Gnossi-Emotes gepostet hast. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube. Deswegen habe ich es mir schon gedacht. Und dadurch zu dir. Ja, sowas kann echt viel bewirken, so ein Riesen-Raid-Host. Stimmt. Nun begebe ich mich in den Lurk-Modus. Okay, Tavok. Das mich stört die 80. Nein, Spaß. Ich muss ja nicht über. Klaus! Nein! Nein! Du musst wirklich nicht übertreiben! Ja, du hast die auch. Genau. Sehr cool, Jaworski, ich möchte dich jetzt aber nicht aufhalten, dass du ins Bett gehst. Ich wollte dich nicht aufhalten. Du bist so ein liebevoller und toller Mensch, egal wie dunkel die Nacht ist. Du erhellst mir die Nachts und deine Streams sind auch so toll. Ich werde heute sterben an Nettigkeiten. Ich werde heute so sterben an Nettigkeiten. Das bin ich doch nicht gewohnt. Ich bin doch voll böse eigentlich. Mein Gehirnakku muss neu geladen werden. Haben wir sowas wie Gehirnakkus? Wenn nicht, warum habe ich einen Stromanschluss im Hinterkopf? Und wer ist Neo? So einen Akku bräuchte ich jetzt auch. Sowas bräuchte ich jetzt auch. Da bin ich wieder. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo Kritische. Zurück. Und Sven, danke schön für deinen Host. Yagami-san, ich habe da was für dich. Platte in einem Traum. Oh, die hat uns eine Platte geschenkt. Was ist das, eine Schallplatte? Ja, die hat der Präsident meine Agentur herstellen lassen, um mein erstes Album zu feiern. Oh, die hat schon ein Album. Okay, Musi, viel Spaß. So müde kann ich denken. Auch nicht. Ich mag die Frisur von der nicht so. Die sieht süß damit aus, finde ich. Ich mag jetzt so ein Pony unbedingt nicht. Das wäre jetzt nicht so meins. Bin ich so der Pony-Mensch. Die Verlosung war das Beste heute. Getrollt habt, ja, merke ich mir. Da will man den Leuten was Gutes tun und dann. Mach weiter, mach weiter. Hatten gerade die Rede von dir. Für nur Gutes. Ja? War wirklich nur Gutes. Nur in den höchsten Tönen von dir gesprochen. Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Hoffentlich gefällt sie dir. Oh, cool. Was sollte ich ihr schenken? Ein Glitzerherzring.
bin sehr einfallslos. Also ich habe hier etwas für dich. Was? Wirklich? Ja, sieh dir das an. Wow. Das ist aber ein süßer Ring. Oh, er sieht aus wie ein Herz. Das ist ein Herz. Puh, es gefällt dir, was ein Glück. Das ist wirklich süß von dir, Takayuki. Takoyaki wollte ich gerade sagen. Ich werde gut darauf aufpassen, versprochen. Takoyaki ist übrigens lecker. Du magst keine Ponys? Schäm dich. Doch, die kleinen Ponys schon. Ich mag jetzt die Ponyhaare nicht so. Mann, oh! Egal, was ich sage. So, ich bin jetzt aber wirklich weg. Gute Nacht. Nacht. Bleib schön, Krabowski. Wo sollen wir heute hingehen? Wir gehen jetzt ins Game Center. Wie wär's mit dem Game Center? Sicher, solange der UFO-Catcher. Ja! Ja! UFO-Catcher! Was? Sei gegrüßt, Sängerin von Kamurocho. Hallo, Kawata-san. Ich habe gehört, dass dich ein Label unter Vertrag genommen hat. Du scheinst Erfolg zu haben. Danke. Gerne, und wie ich sehe, bist du immer noch wunderhübsch. Wow. Erstmal die Kamera. Wie gefällt euch das, wenn ich jetzt mit der Kamera auch so auf euch zukomme? Oh, ihr seht so toll aus, Leute. Wow. WTF? Dem würde ich direkt das Handy ins Gesicht klatschen. Gerne, und wie ich sehe, bist du immer noch wunderhübsch. Ich habe mir sogar ein neues Telefon gekauft, um ein Foto von dir zu machen. Mit dem Ding erkennt man jede Pore. Ich stehe auf deine Poren. Ja, aber... Boah, was? Wer ist denn der da an deiner Seite? Was ist denn mit dem? Das ist... mein Freund. Hey, Yagami! Hm, Schnaub, nette Jacke. Hast du die von... jämmerliche Jacken für... Was? Hast du die von jämmerliche Jacken für Jahrmärkte.com? Oh, klatsch den eine. Also hast nicht so recht. Noch Tenshi. Ja, unser Hund. Prügel? Ich will den wirklich prügeln. Wow. Apropos Website, ich habe dir einen Sana-Fan-Tempel gemacht. Oh nein. Musst du dir mal ansehen. Ich bin ja dein größter Bewunderer. Also, ich wusste von Anfang an, dass das ein richtiger, kranker Typ sein wird. Was ein Diss. Prügel! Ah, danke, aber die gebe ich lieber nicht raus. Keine Sorge, ich gebe sie auch nicht an komische Leute weiter. Wow. Und ich werde dich nachts auch nur selten stören. Was? Ich will ja nicht stören, aber wir wollen wohin. Danke für deine Unterstützung. Dieser Typ eben ist auch nur ein Fan von dir. Ist das auch ein Fan von dir? Kabata-san? Ja, er ist einer meiner größten Fans. Seit ich als Mädchen vom Land angefangen habe, Musik zu machen. Klar, seine Fanbriefe sind manchmal etwas leidenschaftlich. Und er ist komisch, aber kein schlechter Kerl. Sana, sei nicht so naiv, bitte. Wie du meinst. Ich hoffe, ich habe keinen falschen Eindruck erweckt. Wie meinst du das? Naja, was, wenn er denkt, dass wir zusammen sind? Würde das nicht deinem Image als aufstrebende Sängerin schaden? Ja, das könnte sein. In der Öffentlichkeit was essen zu gehen, ist vielleicht keine so gute Idee mehr. Was? Wenn wir noch mehr Fans treffen? Oh, dann ist unser gemeinsamer Tag aber völlig ruiniert. Dabei habe ich mich so drauf gefreut. Ja, ich weiß. Gehen wir ins Büro. Ins Büro, da geht die Party ab. Da ist mir Sushi. Wie wäre es, wenn wir einfach zu mir gehen? Du meinst, ja, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass uns jemand sieht. Um Sushi zu essen. Sie ist so süß, sie glaubt an das Gute in Menschen. Ja... Das Blöde ist, dass sie schon einmal in falsche Hände geraten ist. Deswegen dachte ich, dass sie etwas vorsichtiger jetzt wird. Ja, die ist wirklich süß. Ist eine Couch im Büro? Ja. Ja. Uff. Ich mach doch nur Spaß. Moment, willst du damit etwas sagen, dass du... Bedeutet das,
Was ich denke, dass es bedeutet, meine Stimme wird immer heiserer. Sagt man heiserer? Ich weiß es nicht. Heiser, so. Was? Ich meinte, dass wir einfach in mein Büro gehen. Ich wohne da auch, also... Sieh es einfach als einen Besuch meiner Arbeitsstelle. Oh, alles klar. Na gut. Oh, die ist enttäuscht. Okay, das war echt peinlich.